Ich bin Michaela Wilschek, ich bin Landestrainerin Distanzsport im Pferdesportverband Berlin-Brandenburg. Für mich ist Nachhaltigkeit auf jeden Fall zusammengesetzt aus der sozialen Dimension, der ökonomischen und der ökologischen Dimension, aber auch die kulturelle Dimension spielt für mich eine große Rolle und ich glaube, am Ende ist es eine Frage, wie wir uns täglich für bestimmte Dinge entscheiden. Für mich ist die Umsetzung von Nachhaltigkeit im Alltag eigentlich jeden Tag eine neue Herausforderung. Jede Entscheidung, die ich treffe, versuche ich nachhaltig zu treffen. Das ist zum Beispiel, fahre ich mit dem Auto oder bilde ich zum Beispiel eine Fahrgemeinschaft, nehme ich eben entsprechend eine Tüte mit zum Einkaufen oder eine Tasche, besser gesagt. Und ich versuche da schon das Bestmögliche, aber man muss auch ehrlich sein, es gelingt nicht immer, aber der Anteil wird stetig größer. Für mich ist besonders die soziale Dimension ganz wichtig, weil ich im Ehrenamt sehr engagiert bin und da ist auch die Vereinswelt sozusagen für mich wichtig, weil wir dort eben Werte vermitteln können, auch den Wert der Nachhaltigkeit vorleben können und für mich als Trainerin natürlich auch die Vorbildfunktion, also Vorbild für Nachhaltigkeit zu sein, eigentlich jeden Tag, wo wir im Verein sind, jeden Tag, wo wir unseren Sport machen. Ich denke, wichtig ist erstmal kritisch zu hinterfragen, was man tut, also auch zuzuhören, vor allen Dingen der Jugend, Ideen sich abzuholen, die Beteiligung der jungen Menschen, deren Zukunft wir ja sozusagen dann gemeinsam gestalten und da einfach auch vielleicht auch Herausforderungen anzunehmen, sich öffnen, auch vielleicht mal Kritik anzunehmen und dann eben mutig in die Umsetzung zu gehen, auch vielleicht mal mit einem Mut im Zweifel zu scheitern, aber daraus dann zu lernen und dadurch seinen Beitrag ganz persönlich im Verein und im Sport für die Nachhaltigkeitsziele zu leisten.